Herzlich willkommen wieder zu Standort Berlin und wir reden natürlich über 30 Jahre Mauerfall, der ist nicht mehr weit weg, in etwa 3 Wochen haben wir den 9. November 89, lassen wir wieder Revue passieren und es erscheinen neue Bücher dazu, 2 der wichtigsten und ich glaube auch der besten Bücher. Es gibt eigentlich nichts Besseres, das sage ich nicht, weil ich jetzt gleich mit dem Verleger rede, der sie uns mitgebracht hat, sind hier. Das eine erscheint in der 14. Auflage, sofort und unverzüglich, und das andere ist neu. Finale und was da drin steht und warum und wieso das jetzt neu ist, darüber spreche ich mit Christoph Links. Herzlich willkommen. Grüße, Herr Brinkmann. Was gibt es denn noch Neues zu berichten? Das eine Buch ist in der 14. Auflage und ständig kommt was Neues dazu. Tja, entdecken Sie die Pressekonferenz vom 9. November neu. Nein, die Pressekonferenz ist, glaube ich, ziemlich ausgeleuchtet, aber unser Autor Hans-Hermann Hertle hat all die Jahre an dem Thema weiter geforscht. Das ist seine Doktorarbeit, ne? Das war vor 25 Jahren mal seine Doktorarbeit und zu jeder Auflage ist was Neues hinzugekommen und jetzt haben wir auch die internationale Dimension stärker einfangen können. Er hat mit vielen internationalen Politikern von Gorbatschow über Baker und die Berater der französischen und der britischen Politiker noch interviewen können und wir wissen jetzt, wie auch außenpolitisch das gesehen wurde und wir kennen neue Details über die Versuche, dann die Mauer wieder zu schließen am nächsten Tag. Das müssen Sie mal erzählen. Und so kommt immer was dazu. Naja, am nächsten Morgen, am 10. November, hat nochmal die SED-Führung mit Militärs überlegt, ob man die unvorhergesehenerweise umgefallene Mauer der nachts wieder zukriegt. Und wer war das? Grenz mit den Militärs? Wer waren die Militärs? Da waren sowjetische oder nur DDR-Militärs? Nur DDR-Militärs, unter anderem auch der Kommandeur der Panzerdivision aus Potsdam. Und da war die Frage, kriegen wir die Mauer wieder zu? Und da sagte, wer hat die Frage gestellt? Die Militärs oder nein, Krenz an die Politiker, Militärs? Politiker, natürlich. Krenz hat die Militärs gefragt, ja. Und können wir das oder wollen wir das? Können wir das zunächst mal? Und dann sagten die Militärs, natürlich, technisch geht das. Man kann mit den Panzern von Potsdam nach Berlin reinfahren, die vor alle aufgemachten Übergänge stellen. Aber was machen wir denn mit den 100.000 Menschen aus dem Osten, die jetzt auf dem Kudamm stehen und feiern? Ja, und was machen wir mit den Trabis, die auf der Straße von Potsdam nach Berlin sind? Oder das, wurde die Frage nicht gestellt? Auch das war eine Frage, natürlich. Und da wurde klar, die Frage ist absurd, weil die Verhältnisse waren über Nacht andere geworden. Es waren Hunderttausende an dem Freitagmorgen dann durch die offenen Grenzübergänge gen West-Berlin geströmt und da war das Volksfest, nicht nur auf dem Kurfürstendamm, in vielen Teilen der Stadt, und das war nicht zurückzudrehen und nicht zurückzuholen und damit war dann eindeutig entschieden, die Mauer bleibt offen und man muss mit den Verhältnissen umgehen. Ich will aber trotzdem noch mal nachfragen. Ja, hat Krenz denn diese Frage ernsthaft gemeint? Denn es heißt doch, dass als Mielke ihn gefragt hat, na, ob das alles so richtig gelaufen ist, die Antwort sei gewesen, entnehme ich auch Ihrem Buch, Ihren beiden Büchern hier, das haben wir doch so beschlossen, das wollten wir doch so. Naja, was ist daran falsch? Gewollt war etwas anderes. Gewollt war, dass die DDR-Bürger sich ab 10. November bei den Volkspolizeikreisämtern anstellen sollten und erstmal Pässe beantragen. Es hatte ja nur eine Minderheit der DDR-Bürger überhaupt einen Pass. Hatten Sie einen? Ich hatte einen, weil ich als Journalist damals schon reisen durfte. Und dann sollte Stück für Stück die Reisegenehmigung, sprich das Visum, erteilt werden, sodass die Reiseerlaubnis sukzessive stattfinden sollte.
Und nur durch den Versprecher von Schabowski auf der Pressekonferenz am 9. Abend, der sich nicht an die Sperrfrist für den nächsten Tag gehalten hat, kam dann dieses Gestammel zustande auf die Frage, ab wann gilt das? Naja, soweit ich das weiß, ist das sofort. Naja, die Frage war noch anders. Ab sofort, ich weiß das, weil ich sie gestellt habe. Genau, Sie waren ja dabei und Sie haben auch gefragt, ob das auch für Berlin gilt. West-Berlin. Für West-Berlin. Und das wurde dann auch bejaht. Und damit war klar, ab sofort unverzüglich ist das jetzt gültig. So heißt das Buch übrigens. Und deswegen haben wir das Buch jetzt auch so genannt, weil das sind die beiden Schlüsselworte für jene Nacht. Und dann sind die Menschen zur Mauer geströmt, weil sie auch über die Medien erfahren haben, die Mauer soll offen sein, obwohl sie noch gar nicht offen war. Ich will trotzdem noch mal zurückspringen. Also die Frage von Krenz kann ja gar nicht ernst gemeint gewesen sein, wenn sie das sowieso vorhatten, ab 10. zu sagen, machen wir das wieder zu. Wollten die denn zumachen zwischen 1 Uhr nachts und 10 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens oder wie? Na, das war natürlich der Versuch, die politische Handlungsfähigkeit zurückzuerobern. Also zu sagen, wir bestimmen, wie die Abläufe sind und wir lassen die Leute schrittweise reisen. Aber wir wollen sozusagen die Herren im Spiel sein. Und das war in der Nacht dahingegangen. Denn durch den Druck der vielen Menschen, die dann nach den Tagesthemen, auch mit Hajo Friedrichs Ansage, die Mauer in Berlin steht weit offen, obwohl sie noch zu war, kamen viele an die Mauer, fanden sie noch zu. Von hinten wurde immer mehr gedrückt. Die Grenzoffiziere an der Bornholmer Straße hatten Angst, dass die Menschen vorn an den Sperrgittern zerdrückt werden und haben dann menschenfreundlich, wie sie waren, weil es keine Anweisung gab, eigenständig entschieden, wir fluten jetzt Schlagbaum hoch. Und damit war die Handlungsmacht bei den Menschen auf der Straße und nicht mehr bei der Politik und bei der Regierung. Das kann ich gut verstehen, denn ich stand auch vorne am Stahlzaun in der Bornholmer und bin, glaube ich, als Einziger wieder zurückgegangen. Weil ich sagte, wenn die nicht aufmachen, dann wirst du hier zerquetscht. Die Gefahr war real und dass die Grenzoffiziere dann nach menschlicher Vernunft gehandelt haben und nicht nach bornierter Weisung, das ist ihnen hoch anzurechnen. Und deswegen ist ja auch der Verantwortliche der Grenzübergangsstelle, der Offizier Jäger, dann hinterher auch noch mal gewürdigt worden. Ja, denn am nächsten Morgen, das hat er mir dann erzählt, als alle seine Kollegen kamen mit Genosse und er gesagt hat, ab sofort gilt nur noch Herr Jäger und nicht mehr Genosse. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber er hat sie mir mal so erzählt, was er schon im Wandel macht. Aber ich will noch mal zurück auf die Nacht kommen. Man hat also überlegt, ja, hat mit dem Kommandeur gesprochen, war denn diese Einheit, die war in erhöhter Gefechtsbereitschaft, so steht es im Protokoll, ja. EG, erhöhte Gefechtsbereitschaft, das hieß, hatten die scharfe Munition? Es waren ja vergleichsweise wenige Offiziere und Soldaten auf der Grenzübergangsstelle, die hatten scharfe Munition. Und es sollte dann noch ein zusätzlicher Verstärkungszug herangeführt werden, auch mit scharfer Munition. Und davon hat man dann Abstand genommen, weil nur die Gefahr bestanden hätte, dass die Situation eskaliert. Und man hat dann diese Verstärkungseinheit nicht mit in diese Grenzübergangsstelle reingenommen. Es war ein kleiner, hermetisch abgeriegelter Bereich. Auf der einen Seite war Westen, auf der anderen Seite der abgesperrte Teil des Ostens. Die saßen ja selbst wie in einem Käfig quasi. Und da hat man davon abgesehen, das weiter aufzurüsten und hat dann auch entschieden, die Munition im Waffenschrank zu lassen, damit eben nichts passiert. Ist denn eine Frage, die wir uns Journalisten alle gestellt haben, auch geklärt? Wo war Schabowski eigentlich am Nachmittag des 9. November? Er war ja nicht in der ZK-Sitzung. Mit wem hat er sich getroffen? Warum war er nicht da? Weiß man das inzwischen?
Er war ja zu teilen in der Sitzung. Ja, zu teilen, aber nicht im entscheidenden Moment. War nicht da. Und es war ja die Übergangsphase, das Politbüro vom Zentralkomitee war zurückgetreten 3 Tage zuvor. Es gab in der Parteiführung ein wildes Durcheinander. Und Schabowski als das Gesicht nach außen und als der Sprecher war in vielen Gesprächen und Kontakten. Und wo er justament in diesen Minuten war, also er es nicht bleibt doch noch ein Geheimnis. Ja. Es bleibt ein Geheimnis. Aber wir müssen ja auch noch im 31. Jahr des Mauerfalls irgendwas aufzudecken. Oder zum 60. Wir beide hier mit weißen Bärten wahrscheinlich. Dann ist noch lange hin. Also sofort und unverzüglich, das ist insgesamt die 14. Auflage der Geschehnisse von Dr. Hertel, der vor 25 Jahren darüber seine Doktorarbeit geschrieben hat. Man findet immer wieder was Neues. Was war denn für Sie das Überraschendste jetzt in der Neuauflage an Neuigkeiten? Für mich war noch mal sehr eindrücklich, wie stark der Einfluss der Medien war. Denn zunächst war ja die Pressekonferenz nicht ganz eindeutig. Es wurde von einer neuen Reiseregelung zur ständigen Ausreise aus der DDR bekannt gegeben. So war die Überschrift. Die enthielt aber im weiteren Text auch die Möglichkeit, besuchsweise zu fahren. Und die Medien haben zunächst gar nicht auf diese Verlautbarung reagiert. Sondern es war zunächst nur gedacht, um das zu verdeutlichen, für die, die es nicht wissen, die schon eine Ausreisegenehmigung hatten, die hätten jetzt sofort gehen können. Ja, und der Druck für diese Regelung kam ja aus der GSSR, denn nach wie vor flohen die DDR-Bürger über die Bundesdeutsche Botschaft in Prag und versuchten von dort dann auch von der tschechischen Seite nach Bayern zu kommen. Und die Tschechen wollten, dass die DDR das alleine regelt und endlich einen direkten Übergang zur Bundesrepublik schafft. Und daher war diese Ausreiseregelung. Und wollten die Grenze von der DDR in die GSSR schließen. Das, am 9. November morgens Grenze mitgeteilt. Das war der Plan, damit an der Front Ruhe ist. Und wie es dann weitergeht, machen wir nach einer kurzen Werbepause und diskutieren Sie zu Hause bestimmt auch, wo Sie damals gewesen sind. Und wir haben noch ein zweites Buch, über das wir auch noch reden müssen. Finale, das letzte Jahr der DDR, das war das Jahr 1990. Und da passiert natürlich auch gewaltig viel. Darüber rede ich mit Christoph Links. Er ist Verleger des Links Verlages, heißt genau wie Sie, weil ich vermute ganz richtig, Sie haben den Verlag gegründet. Goldrichtig, ja. Und dann sind wir wieder da. Kurze Pause. Bis dahin. Zurück bei Standort Berlin und zu Gast ist Christoph Links. Er ist Inhaber des Christoph Links Verlages und hat 2 neue Bücher zu 30 Jahren Mauerfall herausgebracht. Sofort und unverzüglich, das kennen Sie, das sind die beiden Schlüsselworte auf der Pressekonferenz, die dazu geführt haben, dass die Mauer quasi überrannt wurde und damit der Spuk zu Ende war. Dann gibt es ein zweites Buch, das hat mich genauso fasziniert. Finale, das letzte Jahr der DDR. Das letzte Jahr der DDR ist 1990. Da ist eigentlich nicht viel passiert, oder? Oh, das war das dramatischste Jahr der DDR-Geschichte überhaupt. Viele denken ja, mit der Maueröffnung wäre auch die DDR schon zu Ende gewesen. Ja, war das so. Keinesfalls. Alle haben gefeiert. Naja, wir sind ein Volk. Die Frage war nur, wie kommen die beiden deutschen Staaten aufeinander zu? Es ist ein langer Prozess, wo sie sich aufeinander zureformieren und gemeinsam eine neue Verfassung sich geben. Oder es ist ein schneller Prozess, wo nur ein Beitritt oder Anschluss stattfindet. Das war alles offen und völlig offen. Offen war die Frage, wie reagieren die Besatzungsmächte? Deutschland war ja noch nicht souverän. Und habe ich immer gedacht, seit 1955 naja, seien wir souverän. Das dachte man, aber die anwesenden britischen, amerikanischen, belgischen Truppen auf bundesdeutschem Territorium haben schon noch andere Zeichen gesetzt. Und in der DDR waren ja die 400.000 Sowjetsoldaten ein deutliches Zeichen, dass jenseits der formalstaatlichen Souveränität im Hintergrund noch andere Mächte mitgewirkt haben. Na, jedenfalls war das einer der zentralen Streitpunkte.
Und das begann im Februar dann mit den 2+4 Gesprächen, mit der großen konfliktreichen Frage, wird das Gebiet der DDR auch Bestandteil der NATO, was bis in den Sommer hinein ja umstritten war und erst bei dem legendären Kaukasus-Strickjackentreffen zwischen Gorbatschow und Kohl dann endgültig geklärt wurde. Und da hing ja auch die Frage dran, tritt die DDR aus dem Warschauer Vertrag aus und wenn ja, was wird mit den Sowjettruppen im Land, wie kriegen die zu Hause Möglichkeiten der Unterkunft für ihre Familien, wer baut die Städte für sie. Das alles waren offene Fragen, die geklärt werden mussten. Und im Inneren gab es die Frage, wie schnell kommt die D-Mark und was bewirkt die schnelle D-Mark? Sie hat ein ziemliches wirtschaftliches Desaster bewirkt. In einem Monat waren die DDR-Betriebe fast nicht mehr zahlungsfähig, weil der Absatz sofort einbrach. Na, warum soll ich einen Trabi für D-Mark kaufen, wenn ich für die Hälfte einen VW kriege? Das ist die Frage im Export gewesen. Ja. Warum sollten die Ungarn und die Rumänen DDR-Produkte für D-Mark kaufen, wenn sie fürs gleiche Geld auch was anderes kriegen? Aber auch im Inland waren ja die Käufer so, dass sie am liebsten nur noch die neue Westware wollten, auch in meiner Branche bei den selbst Büchern. Selbst den Joghurt aus der DDR wollte keiner mehr. Richtig. Und selbst die Goethe-Ausgabe in Leinen aus der DDR wollte keiner mehr. Und die Bücher wurden alle zurückgeschickt ans Zentrallager in Leipzig, dass der Mengen nicht mehr Herr wurde und sie dann in einen offenen Tagebau gekippt hat. Jetzt werden sich manche fragen, wenn ich da einspringen darf, selbst Ihre Erfahrung als Verleger. Sie haben Ihren Verlag noch in der DDR gegründet und nicht nach der Friedlichen Revolution. Ne, 3 Wochen nach dem Mauerfall haben wir unseren Verlag gegründet und wir haben im Frühjahr 90 auch schon die ersten Bücher produziert. Auf Markt der DDR-Basis. Auf Markt, mit Markt der DDR bezahlt, na klar. Und haben ja auch gemerkt, dass plötzlich die Volksbuchhandlungen ihre Regale leerräumten, um die neue, lang entbehrte Westware dort präsentieren zu können. Und wir übergangsweise große Mühe hatten, in die Buchhandlung reinzukommen. Und die alten DDR-Verlage hatten es noch schwerer. Und das hat sich an der gesamten Wirtschaft so abgespielt. Kurzum, im August waren die Regierung der DDR nicht mehr zahlungsfähig. Die Ärzte, die Polizisten, die Lehrer konnten nicht mehr bezahlt werden, weil aus den Betrieben keine Abführungen mehr kamen. Und da ist dann die Entscheidung gefallen, dass es doch eine sehr schnelle deutsche Einheit geben soll, weil das System aus sich heraus nicht mehr funktionierte. Ministerpräsident de Maizière ist zu Herrn Kohl in den Urlaub an den Wolfgangsee in Österreich gefahren, hat mit ihm das offen besprochen und dann ist mit beschleunigtem Tempo noch im August beschlossen worden, dass zum 3. Oktober 1990 die Einheit erfolgt. Ich nehme an, in Ihrem Buch wird das mehr aus DDR-Sicht beleuchtet, denn in Westdeutschland war man sich weitgehend einig, die Einheit kommt und zwar schnell und alles Weitere müssen wir nicht bereden, das machen die schon. Nein. Aber für die DDR hatte das eine ganz andere Bewandtnis. Es hat sich ja alles geändert für sie. Neuer Pass, neuer Autoschild, neue Lizenzierung, alles wurde plötzlich anders. Ja, und es wurde über Nacht anders. Ein neues Rechtssystem kam, ein politisches System sowieso. Und die Umstellung war gravierend. Im Westen waren übrigens nicht alle gleichermaßen der Meinung. Oskar Lafontaine, damals Kanzlerkandidat der SPD, wollte einen langsameren Weg. Ja, aber er wollte die Einheit schon, aber er wollte es nur langsam. Er wollte 146 Grundgesetz. Genau. Nicht und Artikel 23. Und dieser langsamere Weg, der vermutlich wirtschaftlich für das Überleben der Betriebe besser gewesen wäre, war aber politisch nicht durchzusetzen. Und dadurch kam dieser rasante Einigungsprozess und der geschah in einer Zeit, als gerade die neoliberale Wirtschaftspolitik dominierte. Die FDP an der Seite der CDU sorgte dafür, dass alles über den Markt geriet.
geregelt werden sollte und der Staat sich weitgehend aus der staatlichen Steuerung heraushielt. Und das hat dann eben auch zum brutalen, muss man schon sagen, oder sehr gravierenden Niedergang der ostdeutschen Wirtschaft in rasanter Zeit geführt. Ich nehme an, in diesem Buch Finale geht es mehr darum, wie haben sich auf DDR-Seite die Betriebe und die Menschen darauf eingestellt. Es geht nicht darum, was im Westen beredet wurde, sondern die Finale, das ist das Stück, wie innerhalb der DDR damit umgegangen wurde, dass es jetzt so rasend schnell geht. Ja, aber mit der offenen Mauer und mit der Tatsache, dass die neue Regierung ab 18. April 1990 dann auch immer im Tandem fuhr, nämlich immer ein Westberater an der Seite der führenden Politiker hatte, war es schon auch ein Prozess, der gleichzeitig in Bonn diskutiert wurde. Und Bundesbankpräsident Pöhl war ja sehr skeptisch über die schnelle Währungsreform. Skeptisch, der war außer sich. Ja, so kann man es auch sagen. Ja, ich habe es erlebt. Ich habe neben ihm gestanden, als er aus der Staatsbank der DDR kam und es noch nicht wusste, dass Herr Kohl das beschlossen hatte. Und wir Journalisten, die wir schon über diese urtümlichen 10-Netz-Telefone verfügten, da wurde uns schon mitgeteilt, der Kohl hat entschieden. Und der Pöhl sagt, niemals. Er ist dann ja auch zurückgetreten. Kurz danach. Daran sieht man, dass es auch innerhalb der bundesdeutschen Führung unterschiedliche Ansichten gab und es hätte Alternativen gegeben. Es hat sich jetzt dieser Weg durchgesetzt und er hat eben Verwerfungen auch mit sich gebracht, die bis heute nachwirken, ja, was die Ungleichheit angeht. Einhaken, wenn ich darf. Es hätte Alternativen gegeben. Welche denn? Und welche Gruppen haben diese Alternativen vertreten in der DDR? Gehörten Sie auch dazu? Ich gehörte mit vielen Bürgerrechtlern dazu, die der Meinung waren, man sollte den Weg über den Grundgesetz § 146 gehen und man sollte also Verhandlungen, eine Konföderation aufeinander zugehen, gemeinsam eine neue Verfassung erarbeiten. Und das waren unsere Überlegungen damals. Im Nachhinein sind wir natürlich alle klüger, denn es hat dann 1991 den Putsch gegen Gorbatschow gegeben. Und er, der den Einigungsprozess ja akzeptiert und partiell auch sogar unterstützt hat, wäre dann nicht mehr der politisch Entscheidende in Moskau gewesen. Insofern war das schnelle Tempo am Ende das Siegreiche. Aber wir haben damals gedacht, man müsste da behutsamer vorgehen. Auch Portugal hat mehrere Jahre Anpassungsfrist bekommen. Hat aber kein Portugal war nicht geteilt, das ist der aber Unterschied. Der Beitritt zur EU also, oder zur EG damals und der neuen Konkurrenzsituation des europäischen Marktes hat einen längeren Übergangsprozess gebraucht. Das haben wir auch für die DDR angenommen. Es kam anders, es kam mit einem Crashkurs und der hat eben langfristige Wirkungen, mit denen wir uns heute auch auseinandersetzen müssen. Wie gehen Sie in diesem Buch Finale mit der Treuhand um? Wir gehen mit ihr ganz sachlich um. Sie war ja eine Idee der ostdeutschen Bürgerbewegung. Aber, und von Herrn Modrow. Und von Herrn Modrow. Aber sie war anders gedacht. Auch das Treuhandgesetz, das die Freie Volkskammer dann beschlossen hat, wollte ja, dass die DDR-Industriebetriebe zu Aktiengesellschaften umgebildet werden und quasi große Holdings werden. Und dann hätte es quasi Staatsbetriebe gegeben in Konkurrenz zu den privaten. Betrieben. Und diesen Teil des Gesetzes hat dann Detlef Carsten Rohwedder als Präsident der Treuhandanstalt nicht umgesetzt und hat es für nicht sinnvoll erachtet, sodass es auch keine Mitbestimmung der Betriebsmitarbeiter gegeben hat. Wäre das Gesetz umgesetzt worden und wären diese Staatsholdings gebildet. Weil gesellschaftsrechtlich dann dem bundesdeutschen Recht unterliegen, genau. Weil aber nicht geschaffen, nicht in das bundesdeutsche Gesetz, also konnte es so geschehen, ja. Wie es geschehen war. Und da sind natürlich Schritte vollzogen worden, ja. Wo die ostdeutschen Belegschaften nicht mit dabei waren und das hat Frust dazu. Wir sind am Ende der Sendung. Ganz kurze Frage, haben Sie manchmal mit zwei geballten Fäusten in der Tasche gesessen, haben gesagt, so geht's nicht?
Ganz kurze Antwort. Damals nicht. Vor Mauerfall schon, ja. Aber dann war eher die Überlegung, was ist der richtige Weg, und da haben wir offen diskutiert. Ja. Und das können Sie auch, wenn Sie diese beiden Bücher dazu nehmen, die kann ich Ihnen nur empfehlen, denn das sind zwei Standardwerke. Ja, sofort und unverzüglich, jetzt in der 15. Auflage, früher hieß das Chronik des Mauerfalls, glaube ich. Ja. Ja, und Finale, das letzte Jahr der DDR, und da erleben wir das alles nochmal mit, was da eigentlich alles passiert ist. Wir denken immer, das war ganz simpel. Mauer ist gefallen, Einheit kam, fertig, Aussense. War nicht so. War viel spannender. Ja, genau. Und deswegen lesen bitte bei Christoph Links. Christoph Links, der Verleger, war zu Gast heute. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da waren. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Also das wird bis 9. November noch so weitergehen. Wir werden noch viele und einige Sendungen dazu machen, viele Augenzeugen hören, und ich hoffe, Sie fiebern mit uns mit und erleben das alles noch einmal. Vielen Dank, bis nächste Woche und tschüss.